Servus und willkommen zurück zu Yoshi's Story. Wir spielen nun den Dschungelsumpf. Ein sehr, 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 sehr kritisches Level. Und wir haben diesen Yoshi, den weißen Yoshi. Yeah, Geist Yoshi. Also im Endeffekt dürften wir jetzt... Ach komm, ich will jetzt eigentlich den anderen Yoshi. Na, das ist das, wenn man... jetzt wieder kurz nicht gespielt hat. Den weißen Yoshi haben wir jetzt. Und jetzt gehen wir in den Sumpf. Dieser Sumpf ist kritisch. Wollt ihr sehen, warum? Nee, ja, noch nicht. Entschuldigung. Boah, boah, ey. Noch nicht ist er noch nicht kritisch, aber später wird er kritisch. Jetzt ist er noch relativ einfach. Ja, genau, jetzt kommt nur dieses kleine Schlängchen. Schlangi, Schlangi, Schlangi. So, ich glaube, da war eine Melone drin. Nö, ein Herz. So, Schläfer Nummer 1. Und wir haben noch keine einzige Frucht. Das ist komisch. Erste. Zweite. Und normalerweise, also in diesem Level ist das so, wir, erstmal sind wir jetzt hier durch, müssen wir durch den Urwald durch. Endlich hätten wir auch die letzten Male diese Feen einsammeln können. Ich glaube, da unten war noch was. Zack. Ja, du kleines Stück. Ach, das ist nur eine Wassermelone. Obwohl, nur kann man ja auch nicht sagen. Zack. Hier. So, dieser Trick, den habe ich auch lange gebraucht. Mitte kaputt. Mitte ist das drinne. Außen ranschieben. Ergibt dieses hier. Dürfen wir keine, die nicht diese Wassermelone, diese normale Melone einsammeln. Es reicht, weil dieses Level halt zwei Ebenen nicht sind. Seit zwei Ebenen nicht. Nämlich da hast du einmal unten und einmal oben. Du musst als erstes oben gucken, dann nach unten oder unten als erstes gucken, dann oben, dann wieder. Es ist halt total bescheuert. So, aber wir haben jetzt schon. Wir haben jetzt schon alle Herzen. Doch nicht. Okay, wir haben noch nicht alle Herzen. Und dafür schon Schläfer Nummer 2 und wir sind noch nicht mal irgendwie weit gekommen. Zack. Nein, ich will diese Wassermelone. Zack. 9. Das ist... Oh, da ist ein Ausrufezeichen. Das heißt aber was Gutes. Ich hoffe... Ach ja, genau, das war diese Aufgabe mit diesen ganzen Sachen allen einsammeln. Und dazu auch nur diese Wassermelone. Hier unten ist noch da dazu die 10 der 10. Ich glaube, es gab nur diese eine Wassermelone als Bonus, ne? Weiß ich gar nicht.
Obwohl, wir sehen es ja im Abschluss, wir haben ein Drittel des Ganzen geschafft. So, ist hier unten was? Nö. Und hier ist auch nichts. Gut, weiter. Weiter im Geschäft. Und jetzt fängt es schwerer werden. Nämlich, jetzt kommt das, was ich eigentlich gesagt hatte eben. Da. Der versucht uns zu fressen. Ist das nicht lustig? Ja, das ist very lustig. Meine Fresse, ist das schlecht. Wow. Also selbst das bringt uns jetzt überhaupt nicht. Denn wenn wir gefressen werden, werden wir gefressen. Ja. Und nochmal für alle, die jetzt meinen, dieses Level ist leicht. Wir gehen zum nächsten. Wir nehmen nicht den weißen Yoshi, wir nehmen jetzt den grünen. Weil in diesem Level kann es halt sein, dass wir wirklich ganz viele Yoshis verlieren. Alleine nur wegen diesem komischen Kram von diesem Fisch. Ich mag diesen Fisch nicht. Es ist... Also, diesen Fisch bist du nicht... nicht gewachsen. Mag der eine oder andere sagen. Ich würde sagen, doch. Ich weiß auch gar nicht, wie man den nochmal besiegen kann. Oh, da kann man da hoch, scheiße! Der kann bis da hoch. Scheiße, scheiße, scheiße. Fisch ist weg. Rein. So, was ist hier? Ja, voll. Ja, ja. Also das habe ich noch, glaube ich, noch nie geschafft. Das ist... ja, das ist genau das. Das ist eigentlich, wenn man es so rumsieht, sehr einfach. Wenn man es andersrum sieht, sehr schwer. Ihr habt ja eben schon gesehen, dass ich darin gescheitert bin. So, die Kisten müssen jetzt da hoch. Wir versuchen es mit allem. Nein, 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 alle sieben verloren. Ja, so, das ist das schon, wenn man gleich in der ersten Stufe scheitert. Ja, hier gibt's auch nichts. Es wäre ja auch was, wenn es hier was gäbe. Echt, wirklich. So. So, jetzt sind wir wieder hier oben, ne? Klasse. Ich glaube, der Blaue kann uns auch schaden. Oh, ich weiß es nicht. Nein. Wow. Oder er hält uns einfach nur auf. Wow. Weg. Nein! Nicht du schon wieder!
Okay. Nun bin ich sicher. Oh. Oh, du heilige Kacke. So, war das jetzt das Ding rüberschieben? Okay, der geht. Danke. Geht's noch? So. Anscheinend kann er uns nicht fressen. Das ist natürlich sehr... Oh Mann, ey, das... Ich glaube, sonst würde er jetzt uns schon gefressen haben. Oh, du ziehst dieses Let's Play nur in die Länge, mein Freund. Das weißt du hoffentlich. Ich werde es trotzdem bis dahin... Oh, ich werde ihn trotzdem dahin tragen. Auch wenn es jeden Millimeter nur ist. Warum ist eigentlich dieser Fisch jetzt noch da? Für alle, die jetzt dieses Drama hier nicht sehen wollen, spult mal 5 Minuten vor. 5 oder so, ja, 5 Minuten, das reicht. Oh Mann, ey, komm, das kann nicht sein. Ich will doch nur die Wassermelonen. Ich will dir doch nichts Böses tun. Erst recht. Die Logik dieses Fisches, die muss man erstmal verstehen. Nein! Komm, dann zack, hau ich die Scheiße weg, dann sind es 2, die fehlen. Weil echt, das kann nicht sein. Boah. Der will uns echt fressen. So, 2 fehlen, plus einer fehlt, plus fast alle fehlen gleich. Alle fehlen. Also, uns fehlen 7 plus 2. Ja, das ist doch alles Grütze. Aber wir haben alle Herzen, das ist schon mal das, was das Minimum war. Das Minimum war ja eigentlich lediglich die Herzen zu holen. So. Dann hier einmal durch. Apfel ist die Glücksfrucht. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, so schwach im Hinterkopf. So, jetzt diesen Fisch ausweichen. Weil ich habe am Anfang was vergessen. Hier nämlich. Nicht? Hä? Hier war doch was. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Sch-
Scheißdreck. Wir haben jetzt weder diesen Weißen noch... Wo war der denn? Der war mitten im Weg, ne? Na, es ist doch alles Kacke. Ist das doch alles, ist doch... Gut, dann holen wir jetzt einfach die Äpfel und machen das Level dann zu Ende. Das ist... Wir haben ja alle irgendwie durch die ganzen Sachen da versiebt. So, Apfel. Das ist die Hälfte der Sachen Äpfel und die Hälfte der Sachen Melonen, ne? Wobei Tendenz eher auf Äpfel ist. Das Geniale ist auch noch, ich weiß nicht mal, wo diese Äpfel alle gibt. Brauche ein Egg, damit ich weiterkomme. Wo sind denn die Äpfel noch? Braucht doch nur Äpfel. Weil die Herzen haben wir alle. Da ist ein Apfel. Mal zwei. Da ist ein Apfel. Mal drei. Ehrlich gesagt habe ich nicht so wirklich Lust mehr zu diesem Fisch. Für alle, die das auch so sehen wie ich, die können das auch gerne jetzt auch noch kommentieren. Dieser Fisch ist schlecht, schlimm und das war eine Flasche, die man wahrscheinlich nicht gehört hat. Ach, sind wir schon wieder hier? Ah, Mann. Da ist ein Apfel. Vier. Gut, dann wagen wir es halt nochmal. Auch wenn wir jetzt alle Yoshis daran verlieren. Nur an diesem Wagnis. Mal fünf. Wow, das war sehr knapp. So, durch. Nur durchrushen. Nur durchrushen. Sieben. Ah, da ist ein Apfel. Da ist aber auch einer. Acht. Da ist noch einer. Neun. Das ist unser Freund, dieser... Oh, Mann, ey, das gibt's nicht. So. So. Einfach nur oben rüber. Nein, du stößt mich jetzt nicht wieder runter. Gut, dann suchen wir halt noch zwei andere Sachen als Äpfel. Obwohl, wir haben ja Äpfel gesehen. Klar, ihr habt auch Äpfel gesehen. Klar, bestimmt habt ihr Äpfel gesehen. So viele wie kein anderer. Deswegen gehen wir jetzt hier unter Wasser nochmal gucken. Bevor ich mir anhören muss, in diesem Level gibt es so viele Äpfel. Du hast fast alle verpasst, du Volldepp. Und mach nicht so viel Spannung. Diese Fische sind hier gar nicht so schlimm. Stimmt, ich kann mir das vorstellen, dass der eine oder andere in den Kommentar schreibt, die Fische sind gar nicht so schlimm. Die Fische, komm, das ist ein Witz. Wenn du gegen die verlierst, dann solltest du am besten dieses Spiel aufhören. So, ein fehlt noch. Ein Apfel fehlt noch. Vielleicht ist hier noch einer unten. Vielleicht habe ich echt noch einen übersehen. Das wäre ein Traum. Aber ich glaube, diesen Traum kann ich nicht erfüllt kriegen. Das ist eine Melone.
Da sind Bananas. Da sind noch mehr Bananas. Vielleicht ist hier unten ein Apfel. Ne, das sind Bananas. Hier sind ganz viele Schlangis. Schlangi. Seeschlangen. Hier ist schon Nummer 2. Ja, komm, Melone. Mir Wurst, ich hab's geschafft. Auch wenn es relativ mit vielen Verlusten zu kämpfen war, aber... geschafft. Oh je, 3700 Punkte und das durch 2 Yoshi-Verluste. Oh Mann. Oh Mann. Zum ersten Mal durften die Yoshis schwimmen. Das Planschen bereitete ihnen viel Spaß, doch das Vergnügen dauerte nicht lange an, denn so finstere Gegner wie Alibert und Big Bloop lauerten in den endlosen Tiefen. Ja, die Yoshis wurden immer glücklicher und wir nicht, weil wir haben 2 Yoshis verloren. Das ist voll traurig. Und wir sehen uns dann in den Tiefen wieder, nämlich in den Tiefen von den Fischweiher. Vom Fischweiher. Ich weiß gar nicht, welche Gegner da auf uns warten. Ich glaube, wir machen mal den Special mit dem weißen Yoshi nächstes Mal. Also bis dann und tschüss.